Heute zeige ich euch, wie ihr eine richtig saftige Lammkeule zubereitet in dem AMC Premium Kochsystem. Für unser heutiges Gericht benötigen wir folgende Zutaten: Gemüsefond, Rotwein, frischen Rosmarin und Thymian, etwas Öl, ein paar Karotten, eine Stange Lauch, Salz und Pfeffer, Petersilie, Sellerie, Senf, Zwiebel und Knoblauch und eine Lammkeule, in meinem Fall mit Knochen. Darüber hinaus verwende ich folgende AMC-Produkte: die mobile Kochplatte der Navigenio, den 6,5 Liter Topf, Durchmesser 24 cm, den passenden Schnellgardeckel und den Piepser. Ich verwende hier noch die klassische Version. Wenn ihr bereits die neueste Generation habt, dann könnt ihr natürlich auch diese verwenden. Als allererstes heizen wir den 6,5 Liter Topf in das Fleischfenster auf. Denn wenn wir Fleisch richtig schön knusprig braun anbraten möchten, brauchen wir die richtige Temperatur. Und dabei hilft uns natürlich auch der Visiotherm, diese Temperaturanzeige des AMC-Topfes. Als allererstes werden wir jetzt den Navigenio auf die Stufe 6 drehen. Nun setze ich den neuen Audiotherm, den Piepser, auf und mit einem Klick, das geht ganz einfach, sitzt er schon perfekt drauf. Großer Vorteil ist, er verrutscht nicht mehr. Also wir können auch die Deckelgarage benutzen und der Piepser verdreht sich nicht oder verrutscht. Jetzt schalten wir den an in der Mitte und schalten nochmal an. Und dann sehen wir schon das Fleischfenster. Also der Spiegel, die Temperaturkontrolle im Sichtfenster direkt auf dem Display. Jetzt warten wir, bis er das Fleischfenster erreicht hat. Und dann können wir die Lammkeule schön anbraten. Wir haben jetzt so richtig schön braun angebraten. Die Röstaromen sind da. Und jetzt werde ich den Deckel wieder aufsetzen und erneut bis zum Wendepunkt warten. Jetzt wende ich das Fleisch nochmal und werde das Ganze, die ganze Prozedur immer wieder wiederholen, bis alle sechs Seiten richtig schön knusprig braun angebraten sind, wir die Röstaromen am Topfboden haben und arbeite dabei weiterhin mit dem Wendepunkt. Jetzt habe ich die Lammkeule auf einen separaten Teller platziert. Der Topf ist jetzt wieder leer. Ihr seht, der Topfboden ist ringsrum gefüllt mit Röstaromen und jetzt werde ich das Gemüse in den Topf reingeben. Und wichtig ist, dass das Gemüse ungefähr gröbere oder große Stückchen, so mandelgroße Stückchen hat, denn umso besser kann es auch ringsrum angebraten werden. Gebe jetzt die Karotten und den Sellerie zuerst rein. Nun habe ich den Lauch klein geschnitten, die Zwiebel und den Knoblauch im Quickcut klein gemacht und gebe das Ganze noch zu den Karotten und dem Sellerie hinzu, so dass das Ganze noch richtig schön andünsten kann. In der Zwischenzeit werde ich mit dem Stabmixer die Marinade für das Fleisch vorbereiten. Dazu benötige ich den Senf, das Öl, den Thymian, den Rosmarin, Salz und Pfeffer. Und werde das Ganze mixen. Zwischendurch werde ich das Gemüse noch ordentlich wenden, dass es auch von allen Seiten schön angedünstet wird. Jetzt gebe ich den Rotwein in den Topf hinein, damit sich auch die Röstaromen der braune Topfboden schön löst
Und das Ganze werde ich jetzt schlückchenweise hineingeben und immer gut verrühren. Somit verkocht der Rotwein richtig schön rein in das Gemüse und wir haben einen perfekten Geschmack. Der Wein, der kocht jetzt so richtig schön ein und jetzt gebe ich den Gemüsefond noch mit rein. Jetzt lege ich den Lammbraten auf das Gemüsebett. Jetzt können wir den Sego Quick, den Schnellgardeckel, auf den Topf draufsetzen. Doch bevor ihr den draufsetzt, achtet bitte darauf, dass der Rand so richtig schön sauber ist, damit er auch ordentlich verschließen kann und den Druck aufbaut. Jetzt stelle ich den Navigenio auf die Stufe A. Nehme den Piepser zur Hand, drücke einmal rechts, so dass sich das Drehkreisel dreht. Und jetzt stelle ich mit noch einmal rechts die Zeit ein und drücke so lange, bis ich 30 Minuten erreicht habe. Setze ihn auf wie ein Flaschenöffner, drehe ihn zweimal und jetzt sollten wir mit der Pfeilspitze des Piepers in dem ersten Fenster des Turbobereichs sein, in dem ersten grünen Fenster. Ihr seht, der hat sich jetzt schon schön verbunden, die Lampe, die blinkt blau und jetzt kocht er vollautomatisch weiter. Die Zeit ist abgelaufen, jetzt können wir die Lammkeule wieder rausholen. Der Topfdeckel, der Sego Quick, hat sich von ganz alleine entschlossen, sozusagen entsperrt. Keine Sperre mehr da. Und das sieht ja lecker aus. Jetzt haben wir hier den Knochen. Ich drehe euch das mal zurecht. Und wir sehen jetzt auch, wie der Knochen gewachsen ist. Somit kann ich jetzt genau hier schön entlang schneiden. Und ist butterweich. Schaut es euch an. Die Soße könnt ihr jetzt noch schön durch das Sieb geben. Wenn ihr jetzt eine richtig feine braune Soße haben möchtet, dann einfach durch Sieb mal kurz mit dem Quirl durchgeben, das Gemüse. Und ihr habt es nicht ganz so gemüsig. Ansonsten könnt ihr auch gerne mit dem Pürierstab die Soße fein pürieren. Dann habt ihr eine schöne, deftige Gemüsesoße dazu. Wenn ihr wissen wollt, was ihr alles noch Schönes dazu machen könnt, wie zum Beispiel Karotten und Kartoffeln oder auch Klöße mit Rotkraut, dann schaut einmal in meiner Playlist. Da findet ihr einige Videos von mir und ich hoffe, ich kann euch damit inspirieren. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Eure Flora. Tschüss! Wenn ihr auch gern einmal leckere Rezepte bei einem Live-Kochen erleben möchtet, dann schaut auf kochenmitkopf.de vorbei und meldet euch bei einem der nächsten Termine an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert hier oben kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein Video mehr verpasst. Und hier unten geht's zu einem weiteren leckeren Gericht zum Nachkochen. Also viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken!